Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, noch ein neuer Abonnent auf meinen Kanal dazugekommen. Der Name ist jetzt, konnte ich mir schlecht merken. Ja, grüße dich, wie gesagt, freut mich sehr. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, der auf meinen Kanal kommt, dem das gefällt, was ich hier so mache. Ja. Jetzt die 100er Marke geknackt und jetzt haben wir sogar schon 102, also wieder zwei Menschen dazugekommen. Freut mich sehr. Ja, ich habe heute das Gerät, was ich mir gekauft habe, bekommen und auch noch was anderes. Ich habe ja schon, gehe ich kurz drauf ein, das Wasserdestilliergerät hier. Also das Wasser ist astrein sauber. Das schmeckt man auch und das alles. Ja, und da habe ich jetzt noch so ein Gerät, das ist eigentlich aus der Fitnessbranche, aber damit kann man auch wunderbar, kostet 18 Euro, das Wasser hexagonal strukturieren. Erstmal entstrukturieren und dann, ja, dass es unter dem Mikroskop dann halt so eine hexagonale Struktur hat. Ja, das habe ich jetzt schon ausprobiert, läuft wunderbar. Und eben dann noch eine Edelsteinmischung. Brocken, also nicht polierte Steine, sondern richtige Brocken sind das. Zwei Bergkristalle, zwei Rosenquarze und zwei Amethysten. Das tut man dann einfach, ich habe momentan noch keine Karaffe, nächsten Monat kaufe ich mir eine Glaskaraffe. Einfach reinlegen die Steine, vorher durch den hexagonalen Mixer laufen lassen, der macht in der Mitte den richtigen Tornado. Ja, das kann man auch super benutzen, so ein Gerät. Die Fitnessbranche, da ist das sehr beliebt, um diese Eiweißshakes so cremig zu machen und so. Aber ich benutze das nur fürs Wasser. Ja, das ist jetzt der erste Kaffee, den ich mit diesem Wasser trinke. Ja, schmeckt sehr gut. Und es geht in jede Zelle rein. Also das Hexagonale, das kommt dem Körper am nächsten und dann geht das auch in jede Zelle rein. Ist auch interessant für Spirulina-Pulver. Ich habe Spirulina-Pulver. Da nimmt man dann oben einfach den Deckel ab, lässt den Tornado laufen. Ist batteriebetrieben, ohne Akku. Das ist auch gut, da kann man dann immer die Akkus tauschen. Und falls er mal, also wenn dann Akku fest verbaut ist, ist ja irgendwann Schluss mit dem Akku und dann ist das Gerät nicht mehr brauchbar. Ja. Sieht alles ganz gut aus soweit. Ja, und wenn ihr denn was, dann lasst ihr den Tornado laufen und tut einfach oben das Pulver rein und dann mixt er das so gut, dass das auch viel besser bioverfügbar ist. Das geht in alle Zellen rein, ja, viel besser. Ne? Kann ich euch wärmstens empfehlen, sonst würde ich euch das nicht alles sagen. Eure Gesundheit von allen meinen Abonnenten liegt mir natürlich am Herzen. Ja, gut. Wir haben hier einen roten Punkt hier auf dem Kompass. Mal sehen. Hier nicht. Dabei kenne ich mich auch mit der Steuerung aus. Der Pfad der Morgenröte. Geoffrey möchte, dass ich Baurus in Lucer Broads Pension in der Kaiserstadt kontaktiere. Der Feind hat das Amulett der Könige und Baurus könnte die Spuren haben, die wir zu seiner Wiedererlangung benötigen. Oh, das ist die große Stadt. Ja, Imperial City. Können wir da hinreisen? Ei! Hat er es wieder weggenommen. Im rechten Stick macht man das. Na? Sieht gut aus, ja. Ja, ist genau hier. Das ist natürlich angenehm, dass man überall schnell hinreisen kann. Weil ich kann jetzt nicht rauszoomen aus der Karte, um euch zu zeigen, wie groß die ist. Das müsstet ihr dann mal bei Google Bilder. Die Map könnt ihr euch ja mal angucken. Die ist ganz schön groß. So, dann reisen wir hier hin. Oben bewegen sich die Wolken. Kann man richtig sehen von rechts nach links.
Und das Spiel ist von 2006, also das ist früher das Beste vom Besten gewesen. Ist ja auch immer noch von Bethesda, also früher schon von Bethesda entwickelt. Ja. Da kommt er schon. Sieh an, was haben wir denn da? Auf frischer Tat ertappt und kein Gold, um eure Strafe zu zahlen? Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Jetzt heißt es, ab ins Gefängnis. Das kenne ich schon von früher. Wir können uns da jetzt nicht gegen wehren, weil der ist viel stärker als wir. Der würde uns ermorden. Der würde uns töten. Das wird nichts. Wir haben wohl irgendwo was Gestohlenes. Ja, ich glaube, weil wir einen im Kampf getötet haben und da was von genommen haben. Sonst habe ich nichts Gestohlenes genommen, aber wir gehen halt ins Gefängnis. Hoffentlich verfaulst du, krimineller Abschaum. Entkommt aus dem Gefängnis. All eure Besitztümer wurden von den Wachen konfisziert. Ihr erhaltet sie zurück, sobald ihr eure Strafe abgesessen habt. Aktiviert das Bett, um eure Haftzeit zu beginnen. Ihr müsst ein... Ja... Oh, da sind wir jetzt hier in der Zelle. Wollen Sie einfach Ihre Zeit absitzen? Ja. Waffenschmiedfertigkeit verringert. Ach so, das wird alles verringert. Das macht aber nichts. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ach, da hinten ist der Kerker. Sehen. Ah, jetzt haben wir Regen. So, dann machen wir los. Ihr seid's, hi. Dovenhaar, ja, ich bilde noch aus. Ich bin nicht mehr der Alte, aber ich kann auch bestens die Kunst der Veränderung lehren. Wenn ihr etwas schnell veräußern müsst, geht ihr am besten zum fruchtbaren Münzbeutel. Ich war in der Diebesgilde, aber ich bin ausgetreten. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt, ich bin zu alt für diesen Blödsinn. Ich pflege meine Kontakte nicht. Verschwindet ihr? Bleibt draußen! Einen Moment. Wenn wir ein bisschen Tabak im Aschenbecher und verbrannten von der Pfeife, wenn ich das Gebröselte wieder neu reintun und rausnehmen. So. Alles klar. Leb wohl. Ja, Oberkörper frei, weil sie rumprotzen oder was. So. Luther Broads Pension. Ich bin Luther. Wenn ihr ein Bett oder eine Mahlzeit braucht, sagt mir Bescheid. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Okay. Das brauchen wir erstmal nicht. Lebt wohl. Ach, hier sitzt er. Der Baurus. Setzt euch, sagt kein Wort, tut, was ich euch sage. Hört zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Das Amulett ist im Besitz des Feindes. Ich habe Uriels Erbe gefunden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Wir können jetzt nicht reden. Folgt mir einfach. Okay. Gut. Denkt daran. Wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Aufstehen. Na, wie stehen wir auf? Aha.
Keller? Ich weiß gar nicht, ob er in den Keller gegangen ist. Weil wir zu spät aufgestanden sind. Nee, doch. Passt. Oder ist er schon? Mein Blut dem Kaiser. Stirb, Ungläubiger! Das Paradies erwartet mich. Ihr seid schwach, so wie die Götter das Paradies Abwehr und Angriff. Ich fürchte den Tod nicht. Schon gewundert, warum unsere Charakterin barfuß ist. Wir haben auch keine Waffen mehr, das haben sie uns alles im Gefängnis weggenommen. Sehr logisch. Das müssen wir uns wieder zurückholen normalerweise. So, der Pfad der Morgenröte. Der feindliche Agent, der Baurus angegriffen hat, ist tot. Ich sollte herausfinden, was Baurus über unsere Feind in Erfahrung gebracht hat. Ihr habt ein merkwürdiges Buch über den Kult der mystischen Morgenröte gefunden. Ich sollte es Baurus zeigen. Zu schwer belastet? Das kann doch eigentlich nicht sein. Ach, wir konnten mal 160 schleppen. Jetzt können wir nur noch 150 wieder schleppen. Aber wir haben alles wiederbekommen. Bei unserem Freigang. Kein Freigang, das ist ein Freigang, muss man ja wieder ins Gefängnis, ihr wisst, wie ich meine. Wir haben unsere Sachen wiederbekommen. Ein Moment, da fehlt uns doch noch was. Das ist das Beste, was wir haben. 580, aber das müssen wir immer noch mal reparieren. Das ist kaputt. Ja, das Schwert ist einhändig. Dann können wir, wie gesagt, das Schild auch noch nehmen. Und natürlich unsere gute Rüstung. Gute Arbeit. Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Was habt ihr herausgefunden? Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Dätra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Das Amulett ist im Besitz des Feindes. So ist das also. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Ich habe Uriels Erbe gefunden. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Was ist unser nächster Schritt? An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte. Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Okay. Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dätrische Kulte wissen. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. So, das ist das Buch, das werden wir jetzt mal lesen. Beschwörungsfertigkeit verbessert. Ja, dass die Bücher, ich kann das jetzt nicht alles, dauert eigentlich einfach zu lange. Das geht bestimmt wieder über 30 Seiten. Wir können ja mal gucken. Naja, ist nicht ganz so lang. Gut, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Ich mache das dann langsam, wie sonst auch.
Jetzt wieder auf Pause drücken. Na, ihr wisst, wie ich das meine. Wir haben natürlich jetzt keine Fackel mehr. Es ist ziemlich dunkel hier alles. Wir gehen jetzt erstmal wieder da raus, wo wir... Siehst du nichts? Müssen wir mal anders machen. Einen Moment. Ist das der Lilane hier? Na? Ne, wir wollen ja natürlich hier auch nicht stehlen. Ein bisschen blöd, jetzt hier wieder rauszukommen. Hier. Wunderbar. Was kann ich für euch tun? Ach, das ist er wieder. Seht euch vor. Er steht bloß nicht hinterm Tresen. Wer ist das hier? Was braucht ihr, Freund? Ach, das ist immer noch Bauros. Gut. Oh ja, geil. Was ist los? Was ist euer Begehr, Bürger? Was sucht ihr? In der Stadt sind keine Gildenhallen, aber die geheime Universität liegt auf einer Insel außerhalb der Mauern. Südlich des Arboretums. Die Wahrheit ist, dass die Legion nicht weiß, wer hinter dem Mord am Kaiser steckt. Wir haben die dunkle Bruderschaft schon ausgeschlossen. Ist dies also etwas Schlimmeres? Was sucht ihr? Der Kaiserpalast liegt im Zentrum. Die 6 Bezirke liegen wie die Speichen eines Rades um den Palast herum. Von Nordosten aus im Uhrzeigersinn sind dies Marktviertel, Arena, Arboretum, Tempelbezirk, Talosplatz und Elfengarten. Das Hafenviertel liegt südlich des Tempelbezirks. Die geheime Universität liegt südlich des Arboretums. Das kaiserliche Gefängnis liegt nördlich des Marktviertels. Was sucht ihr? Im Marktviertel findet ihr Schmiede, Alchemisten, Buchhändler, Magiergeschäfte, Schneider, Waffenschmiede und Händler. Moment, ich schreibe mal nochmal den Kaffee ein. Schmeckt auch jetzt intensiver, der Kaffee. Mit dem destillierten Wasser und dann auch noch hexagonal und mit den Edelsteinen. Wie gesagt, da braucht man dann auch nicht mehr 3 Löffel, sondern da reichen auch schon 2 Löffel. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, immer einen Löffel weniger. Da spart man dann schon ganz schön viel Geld. Was? Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel, aber das ist keine schöne Gegend. Gut. Lebt wohl, Bürger. Ja, du auch. Wow, geil. Das sieht ultra aus. Boah, geil. Einen wunderschönen guten Tag. Was habt ihr für Neuigkeiten?
Ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Nervige Kreaturen. Abscheuliche Kreaturen. Ich hoffe, ich begegne nie wieder einer. Gute Weiterreise. Schönen Tag. Gruß euch. Moment, ich mach mir gerade eine Pfeife. Nehmt dies. Es ist von einem Freund. Aha. Geheimnisvolle Notiz. Ich kann euch größere Belohnung und weniger Zeit im Kerker seiner Gnaden anbieten. Wenn ihr interessiert seid, kommt um Mitternacht in den Garten von Darelios im Hafenbezirk der Kaiserstadt. Zeigt diese Nachricht vor und alles wird euch erklärt. Der Graufuchs. Ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht erhielt. Wie kann ich euch helfen? Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Zu groß für mich, laut, dreckig, Clowns, Narren, Tiere und Diebe überall. Wenn ich mein Gold wegwerfen möchte, versenke ich es einfach im Rumare-See. Spart Zeit. Ja. Das passt ja heutzutage immer noch. In den Großstädten, da will man auch nicht leben. Ja, manche Leute schon, aber ich lebe lieber auf dem Land, auf dem Dorf. Da hat man dann weniger Probleme mit dem, was ihr gerade angesprochen hat. Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Ja, Erläuterungen zu Mysterium Xaxis, herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten? Ich muss die mystische Morgenröte finden. Nach ihnen suchen, wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen, keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden. Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle 4 Bände der Erläuterungen. Aha. Wo kann ich diese Bücher finden? Hier. Ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Wie gesagt, den 3. und 4. Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Fragt doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Fincias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Der Vater Morgenröte. Mankar Kamuran. Das mutmaßliche Oberhaupt des Kultes der mythischen Morgenröte. Er hat die berüchtigten Erläuterungen zum Mysterium Xaxis verfasst. Die Erläuterungen entstanden zu Lebzeiten von Tiber Septim, vor über 400 Jahren. Es ist also recht unwahrscheinlich, dass er noch lebt. Doch man kann nie wissen. Mysterium Xaxis? Die heilige Schrift des Kultes der mythischen Morgenröte. Das Buch soll von Merunes Dagon selbst geschrieben worden sein. Falls es tatsächlich existieren sollte, wäre es ein Artefakt von gewaltiger und böser Macht. Mystische Morgenröte? Sie verehren den Daedra-Fürsten Merunes Dagon nach den Lehren ihres Anführers Mankar Kamuran. Niemand weiß genau, wie weit dieser Kult eigentlich verbreitet ist oder wo sich der Schrein für Merunes Dagon befindet.
So, das war's. Es war schön, mit euch zu sprechen. Ja. Lasst es mich wissen, wie eure Suche nach der mythischen Morgenröte weitergeht. Hi! Hallo? Willkommen auf der geheimen Universität. Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Wenn ihr der Magiergilde beitreten möchtet, sprecht einfach mit dem Anführer einer der örtlichen Gildenhallen. Der wird euch weiterhelfen. Ja, also Erfolge. Ich habe früher nur den Erfolg freigeschaltet für die dunkle Bruderschaft. In der Magiergilde war ich noch nicht drin. Das weiß ich definitiv, weil ich kann ja meine Erfolge, die ich früher freigeschaltet habe, das ist ja alles gespeichert. Auch auf der Xbox One. Und da habe ich mal nachgeguckt. Also die Magiergilde, wir wollen auf jeden Fall in alle Gilden rein, auf Dauer. Hm? Lebt wohl. Hm? Geil, schau ich das an hier. Stundenglas. Rieselt immer eine ganze Stunde durch, dann muss man es wieder umdrehen. Ja gut. Erstmal wieder raus. Aha. Oh, der Himmel sieht auch schön aus. Das sage ich jetzt aber nicht mehr. Ja, gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir speichern hier ab. Sonst wird das immer zu lang, die Let's Plays. Oder sollen sie ja meistens jetzt kürzer halten. Manchmal geht es nicht anders. Dann werden die Let's Plays halt länger. Aber es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Ja, das war wieder eine brandneue Folge von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ja, ich habe ja noch viele andere Projekte offen, werde natürlich gleich weiter zocken. Ja, und mit dem, man kann schon, also, das Wasser, was ich herstelle, das schmeckt dann auch schon so wie Quellwasser. Ja, Quellwasser, es gibt ja in Deutschland Quellen, wo man direkt Wasser abzapfen kann, das ist sehr gut, kann ich nur empfehlen. Wenn man so eine Quelle ausfindig macht, muss, dann muss man natürlich meistens mit einem Auto hinfahren. Weil das ist ja nicht jetzt hier überall, gibt es nicht so eine Quelle. Ja, und sonst stellt man sich das halt selber her, so wie ich das mache. Einfach das Wasser destillieren mit dem Destilliergerät. Denn mit dem Mixer, den ich habe, der macht hexagonales Wasser daraus. Mit so einem Tornado. Das lässt man dann mit dem Tornado eine ganze Minute lang mixen. Und dann ist es hexagonal und danach die Edelsteine rein. Oder Halbedelsteine kann man nehmen, was man möchte. Also für Quellwasser nimmt man meistens Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz. Ja, ist natürlich auch so eine Sache. Also manche sind nicht so spirituell wie ich veranlagt oder so, die halten davon nicht viel. Aber das macht ja nichts. Die einen interessiert das und die anderen halt nicht. Ja, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Robin Hood. Bye bye.